Scheiße, ich muss Scheiße aufsammeln. Ich brauch Dünger. Also, wenn es dann 5, 6, 7 Dodos hast, dann geht's wieder. Die kacken genug, die Idioten. Oh, so backt ja einer unter meinen Flows. 156er. Ja, warte, ich schmeiß da jetzt mal schnell das Metall raus. Wo bist du? Achso, übrigens, wenn du die Standfackeln aus S+ baust, dann gehen die automatisch an und aus, gell? Ja. Das waren welche, die ich gefunden hatte. Achso. Aber schick hast du es schon in deinem Hütchen. Hey, du Kackpunkt, oder? Bist denn du? Hier unten am Wasser. Ah, da. Oh, Scheiße. Ich hoffe, der kann hier noch atmen. Ja, das geht schon. durch seine Federn, die noch rausgucken. Oh mein Gott, behaarter Mann. Ja, sagt die Nacksche mit den breiten Hüften. Da. Nein. Dankeschön. Sehr gern. Und Den würde ich dann. auch gerne haben hier. Oh, jetzt muss ich auch echt mal nach dem Vogel gucken. Komm hierher. Gerade mal bei 18%. Oh. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Jetzt ist er weg, ist mir irre egal. Ich gucke mal da, wer ist denn Toll. das? Irgendjemand will da auch seinen Senf zugeben. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hi. Wir sind live. Übrigens. Ach, sind wir schon? Mhm. Warum sagst du denn das nicht? Habe ich das nicht gehört? Nein. Aber hi. Link gesetzt? Wie bitte? Hast du einen Link gesetzt? Ein Link? Für den Stream oder? Ja. Es ist bei Twitch eigentlich nur den Namen eingeben von TS auch. Oder auf der Homepage, da hatte ich vorhin auch ein Video hochgeladen, beziehungsweise den Link geteilt. Müssen wir uns ja jetzt benehmen, ha? Ach was. Was ist dieses Benehmen? Und wer hat das gesagt? Nee, musst du nicht. Schönartig bleiben. Abartig, unartig. Eigenartig. Das können wir. Das kriechen.
Schatz, bin wieder zu Hause. Schatz ist gerade Schuhe kaufen. Handtaschen. Nein. Auf Dino-Leder. Ja, ich glaube, das werde ich nicht überleben. Was? Ich habe es jetzt versucht, das erste Mal in einem Stück darüber zu fliegen und dem geht so ungefähr so 300 Meter vor der Insel die Luft aus. Dem Dino. Jetzt hoffe ich, dass er noch so weit fliegt, bevor er mich abschmeißt, dass ich wenigstens, falls ich sterbe, da wieder an meinen Gelump komme. Gott. Ich pack einfach alles in den Dino. Ach ja. Das ganze Eisen. Hm? Ich bin aber kurz oben bei den beiden. Ich komm gleich wieder, ne? Mhm. Bis dann. Was? Vom Dino-Limit? Ja, dass du halt nur so und so viel Dinos ins System taub kannst. Dass die halt dann nicht so 200 Rexe da so in der Reihe stehen haben oder so. Aber das Dino-Limit ist trotzdem, glaube ich, bei... Was war... ich weiß nicht mehr, was bei den Regeln stand, aber... Auf jeden Fall recht ordentlich. Ich darf nicht vergessen, ich habe einen scheiß Monkey auf der Schulter. Kannst du ja so einstellen, dass er alle mit Kacke bewirft. Ja, und dann will ich irgendwie ein Tame, ey, und dann tötet er wieder alles. Nee, ist halt gerade geil, wenn du gerade irgendwo am Farm bist, auf einmal wirft er halt irgendwie, keine Ahnung, so irgend so ein Triceratops an und das nascht dich halt dann einfach mal schön weg. Ich hab dir in die Kiste oben rechts auch einen Bunkerbuster reingetan. Den hatte ich schon. Ach, den hast du schon? Okay. Ja, dann nehme ich den, weil ich habe nämlich noch keinen. Da will man mal nett sein. Das wird verboten. Ja. Wieso tut man auch sowas? So, Vogel, jetzt probieren wir es nochmal. Nee, lieber doch nicht. Na komm. Puh, das war knapp.
Diese Stöhngeräusche von dem Affen, ey, hab ich die vermisst. Ja, die sind Wie schon ihm chillig. einer abgeht, ey. %33, ja, super. Warte mal, ich bring jetzt mal diese kleinen Kippel, Basic Kippels, du kannst sie dann mal bei Dodos oder so mal testen. Vielleicht ziehen die da besser als bei den Petri-Dingern. Aber es steht zwar dafür, besonders für die Kleinen. Ich dachte, da zählt der Petri eigentlich auch noch dazu. Aber vielleicht halt wirklich nur für diese Kackdinger. Wo bist? Ja, oben. Ah, hier rennt der blaue Affe. Ey, du siehst nur den blauen Affen laufen. Ja, warte. Wo ist Das es? ist eine behinderte Dodo. Oh, das fängt ja schon super an, ey. Ich hasse dich jetzt schon. Ach, fuck, jetzt habe ich die im Dino gelassen. Warte mir gleich nochmal da. Nee. Das bin ich, das Stück Scheiße hier. Wo ist denn der? Hier brüllt irgendwas. Komm, Clemens. Warte, warte, Komm mit warte. dir. Ah, nein, ich schmeiß das lieber oben hin. Ja. Nicht, dass das da so. Ja. Gott, bist du Was hier? muskulös, ey. Catchfighterin, hä? Aber der Affe. Wo? Front jetzt seine Tage. Clemens Ostholz. Ist klar. So, passiv und fliehen. Kriegsspoile. Folgen deaktivieren. So, und jetzt kack. Kack, mein Junge. Was wolltest du mir zeigen? Was? Bist du nicht Wollte gerade gar nichts irgendwie. Oh. zeigen. Wollte nur, ob das du mal schaust beim nächsten, ob dieses Kibbel bei denen Ah. gescheit funktioniert, aber. Weil kann ja nicht sein, dass 1% gibt pro Fressen. Oh, das sieht so magical aus. Das Basic Kibbel. Danke Ich auch. Ja, du kannst direkt hier rein in das kleine Beet. Spielwasser haben sie da auch. Was muss man Ein da drücken? französisches Spülbecken. Geht wohl nicht. Was ist denn da? Feuerstelle. Alter. Dekoration. Ich hab's mir auch eigentlich kleiner vorgestellt. Heftig. Das ist also ein ultimativer Ofen. Ja, Kann das der auch was? Lagerfeuer, das. Ja, kannst du dann kochen. Halt typisch Lagerfeuer. Hey, Kacheballen. Ja, nicht schlecht. Wie heißt der? Warte mal. Feuerstelle. Das Die noch... war, glaube ich, hier von. Nee, Achso, hier aus dem Dings. Deko-Ding.
Okay. Hier. Wir haben ganzen Deko-Kaktischen. hier bei diesem großen Tannen-Dings. Rekord-Crafting, okay. Ah ja gut, erstmal muss Pergola. Ich die Hütte zukriegen. 3x3 Pergola. Kann sich ja mal einen Tempel hinbauen, ey. Ein Gnomhaus. Und ein Pilzhaus. Why not? Oh, Gnade. Gott dem Server, wenn ich anfange hier loszubauen, ey. Richtig. Was für schöne Fenster die hier haben. Jetzt brauche ich Kristall. Die braucht man natürlich schon, auf jeden Fall, also... Ohne die geht nix. Ja, warte mal, wenn der wirklich 40 Level drauf kriegt, 148, naja gut. Bauchbar. Streiner-Fox. Mhm. Dankeschön für den Follow. Aber gerne doch. Ha! Schleimer. Und? Arg schon installiert? Carsten, der ist oben, glaube ich noch. Ich glaube, der wird nicht mal wiederkommen. Ja, der ist halt einfach zu... Zu Fame. Ja. Fame, Bitch, ey. Geh weg. Nee. Nee. Oh. Dieser Scheiß.
Komm her, du Saulump, du. Hab ihn! Groß! Ja. Jo. Tro. Ach, das kann doch kein Mensch aussprechen. Oh, Saulump reicht. Weiß ich Bescheid. Bist du schon wieder auf Tötmodus oder was? Ja, ey, die haben angefangen, mich hier zu beklauen. Dann noch die Pego Mastax oder was? Ne, diese Ichthyornisse. Ach so, Scheißmöwen. Kack, Saulumpen. Irgendwo fliegt nur eine rum und hat 300 Fleisch einstecken und freut sich des Lebens. Ja. Wollt ihr jetzt hier stumm machen, ihr Kompis, oder was? Wenn er bleibt zu viert. Kommen Sie mal ran hier. Oh, ein blauer Lystrosaurus. Will haben. Das ist ja hübsch. Wieso läuft der? Vor was läuft der weg? Vor dir. Ey, bitte voller Paranoid, sobald ich irgendwelche Pflanzenfresser-Dinos weglaufen sehe, direkt schon Alarmstufe. Ja, gehen wir mal rüber und gucken, ob wir mal Zement abstauben können. Ah, das sind ja viele Schlangen, oder? Nee. Nee, nee. Das lassen wir mal. Alter, hier steht ein Pilzhaus. What the fuck, wie sieht denn das aus? Das ist ein Gnomhaus. Nee, das ist ein Pilz. Ja, Gnomhaus. So findest du das in der Dekomod. Kann man da reingehen? Weiß nicht. Hab's noch nicht ausprobiert.
Müsste ich auf jeden Fall geduckt rein, aber es sieht witzig aus. Kannst du sogar so eine Gnom-Perücke machen? Sieht auch total drollig aus. Ja, schon ein ganzes Inventar voller Fäkalien. Kommt davon, wenn man sich bescheißen lässt. Ja, du, das ist beste Dünger. Das muss so. Wenn ich wüsste, dass die Beete, die runtergeplumpsten Kackebeulen da automatisch aufsaugen würden. Ich glaube, ich würde auf jedes Beet mindestens ein Dodo oder ein Bistrosaurus setzen. Dann einfach machen lassen. So könnte man das nennen. Ja gut, warum nicht, ne? Jetzt kommen wir nur Leder. Der gibt ja Gas, ey. Wie bei Hänsel und Gretel. Man findet den Lystrosaurus immer anhand seiner Kackebullen, die er hinterlässt. Na, wie nennen wir ihn denn? Wirst du in 10 Sekunden sehen. Drunken Uschi. Gut. Warum auch nicht?
eingewatschelt kommt. Oh, du siehst es, du. Mit was holt man mehr Leder und so raus? Mit der Picke, oder? Nee, mit der Axt. Ja. Ja, Uschi, jetzt haben wir ein Problem. Krieg ich dich hier aufs Boot? Nein, halt, stopp! Bleib doch stehen! Gott! Uschi, Uschi, Uschi. Ja. Conan Exiles habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Elder Scrolls Online, ja. The Forest, oh Gott, ja, das macht im Multiplayer auch immer sehr viel Spaß. Na, na, na. Jetzt habe ich schon 3 Klimas. Das sieht ja auch aus. Das war mir, kannst du eine Boyband gründen. Oder sind die weiblich, die Dinge? Sie ist weiblich, also der Listro. Männchen ist, glaube ich, Äffchen ist, glaube ich, Männchen. Und der Dodo war, glaube ich, auch Männchen. Bist du es dann eigentlich nachher den anderen Pietmatz oder nicht? Klar, wenn du ihn nicht brauchst. Weil dann muss ich schnell heim und ein bisschen Leder holen für den Sattel. Ja, mir bringt er halt wenig, weißt du, weil ich muss halt weite Strecken fliegen mit dem scheiß Insel wohnen, aber bei dir ist ja wurscht. Was soll das denn heißen, ey? Ja, du hast ja nur Kurzstrecken. Weißt du doch gar nicht. Ja, aber fürs Erste noch, halt. Noch habe ich Kurzstrecken. Eben, und der ist halt, für das ist er auf jeden Fall praktisch. Und mit dem anderen müsste ich es in einem Schwung schaffen. Das Zwischenlanden auf Lava-Insel oder Frostinsel ist halt immer so ein bisschen. Weißt du, das musst du dann genau landen und dann ist irgendwo ein Wolfsrudel in der Nähe und die freuen sich. Mal gucken, ob mein Äffchen hier nicht auf Agro gestellt ist. Weiten Ofen. Habe ich zwischenzeitlich hingestellt. Pfeile ausreichen.
das Eisen ist bitte für mich. Oh, oh, oh. Bin mal kurz ein Minütchen weg. Mhm. Ja. Hätte man eine Uhr stellen müssen. Das ist nach dem Motto, das war keine Minute. Meinst du, sein Felddüngen dauert so lang? Mein Gott. Ja, ich höre. Super. Wieder da oben. Wunderbar. Wie viel Keratin hast denn du oder Chitin? Nicht mehr als 30. Okay, für den Sattel brauchen wir 75 insgesamt. Na ja gut, dann gehen wir schnell ein paar Schildkröten klatschen. Der andere Piepmatz ist glaube ich erst bei 70% oder so. Kannst du mir ein paar Steine bringen? Kann ich. Nein, nein, nein! Nein! Ein anhicken. Das ist gar nicht geil! Scheiß Mieze. So, ich mach Schicht für heute. Alles klar. Schlaf gut. Guten Abend. Ja, danke. Schönen Abend. Nun ist schon wieder einer gegangen. Wie viel sind ein paar Steine? Ja, nur als Steinschleuder Munition. Ein Triceratops. Ich wollte jetzt nicht unbedingt hier von dem Hügel bei so einem aggressiven Vieh. Den wirst du mit Steinen beschießen. Ja, keine Ahnung, ich hab nichts anderes mehr. Mutig?
Gesundheit. Okay. Behindert. Ich darf wieder nachladen. So lebt das gerade so cool. Nicht. Mhm. 84%, na gut. Ja, dann bricht jetzt schnell deine Steine, da muss ich nur ein bisschen Gildis klatschen für das Keratin und dann bricht er den anderen. Bist du an der Base oder unterwegs? Da hinter der Base, dieser Zwischeninsel. Ja, besser gesagt in diesem Torbogen drin. Unten drunter. Ja. Direkt gegenüber. Nee. Links. Genau. Ja. Hier. Nein. Zurück. Hier. Siehst du mich nicht? Siehst du nicht mein Äffchen? Warte. Links von dir auf dem Hügel. Ah, da hinten. da. Dankeschön. Sehr gern ja. Und. Wo ist der Penner? Soll ich dir herlocken? Warte. Oh, ah, jetzt hast du ihn getroffen. Er rennt erstmal weg. Der nimmt Anlauf. Ah, jetzt kommt er wieder. Na komm, Attacke. Nix meine Mondsteine zu spüren. Boom. Ein Schaden. Elf Schaden. Theoretisch, wenn ich ihn jetzt bei Betäubungspfeil in den Arsch schieße und du weiter torporst, dann müsste es ja auch klappen, oder? Wie torporn? Ich hab nichts mehr zum torporn. Außer vielleicht nachprobieren. Ja, willst du den töten oder tamen? Tamen. Na, ich muss den halt mit, ja, Gewalt. Bewusstlos. Ja, aber der ist Level 114. Weißt du, wie lange du da schießt? Ja. Ja, warte. Dann machen wir es anders. Hier, warte. Ja, aber das habe ich ja. Auch nicht die Welt, aber du kannst wenigstens ihm die mal reindrücken und dann kannst du weiter Stein schleudern. Und immer in die Rübe, wenn es geht. Ja, das Gute ist, in seiner Rübe mache ich so wenig Schaden. Es zählt nicht der Schaden, sondern es zählt der Torpor-Wert. Und der Torpor, der ist bei Kopfschüssen immer höher. Ich könnte, glaube ich, theoretisch auch noch Pfeile herstellen. Warte mal, ich muss mal kurz zum anderen Vogel. Ich habe den Narkotics einstecken, dann kann ich dir noch ein paar basteln.
Pause zurück. Was sind Feuersteinstroh? Also Stroh. Das ist ja auch kein verschissener Baum. Oh Mann. Was macht der da hinten? Ist das wieder normal oder was? Die verkackten Möwen, Alter. Ja, ein paar Pferdchen habe ich noch. Warte. Wo ist er denn da hinten? Ja, der läuft wieder normal rum. Na. Warte, ich bring ihn dir wieder. Bist du? Ja, Moment. Ich hab noch 54 Pfeile und 4 normale Narcotics mehr habe ich dann auch nicht mehr. Okay. Aber ich denke, in der Zeit sollte er liegen. Jo, meine Armbrust hätte ich aber gern wieder, wenn du eine hast. Oder ist deine im Ausstand? Gib mir die, wo mehr gedamaged ist. Ja. Merci. So, dann gehen wir mal nach meinem Piepmanns gucken. Wir müssten jetzt ja eigentlich dann gleich fertig sein. Arme, verliehene Brust. Naja, warum auch nicht? Siehst du mal, wie nett ich bin, weißt du? Ich gebe alles her. Meine arme Brust, alles. Mhm. 96%, okay, dann frisst du noch zweimal. Oder auch nicht, du bist fertig.
Du. Oh, jetzt habe ich den falschen getroffen. Jetzt liegt der. Ja, mal passiert. Ich krieg ja Scharfschütze, wenn ich mit der Armbrust, ey. Liegt der? Jawohl. Ja dann, Majobärenrin. Der steht nicht. Unter Wasser. Ja, und unter Wasser. Nice. So mal die Kibbles bei ihm. Ja, die werden, glaube ich, nicht so funzen. Nicht? Vorzugt auch eher Mario gern. Eins Komma acht Prozent, boah, das wird eine Nummer. Ja, hast genug Narkobären und so. Ja, ich kann ja was pflücken. Ja. So, ich kann ja auch diesen. Den kann ich auch irgendwie so, nehmen wir das Jux und Dollar rein, Martin. Wenn er schon liegt. Ja, die Frage ist, landest du jetzt nochmal oder eher nicht so? Also freigelassen habe ich ihn jetzt dir schon mal. Wir sind wie? Vor deiner Haustür. Also. Fehlt halt nur noch der Sattels, aber. Ja. Also kann ich suche mir jetzt ein paar. Du, ich suche jetzt noch ein paar Schildis, dann passt das schon. Weil mit Petri gehen die recht schön, weil die werden immer schön zurückgeboxt. Wenn du halt mal einen brauchst, gell, dann sind sie nirgends, aber sonst sausen sie überall immer rum, die Lümmel. Ja, also wenn es mal leckt, dann aber doch schon ganz gut. Ja, aber nur kurz. Also der andere Vogel, der steht quasi, wenn du Richtung deiner Tür schaust und vorm Haus stehst, dann steht er da so rechts an der Klippe.
Aber besser konnte ich ihn nicht parken. Ah, super. Dankeschön. Wie gesagt, am Sattel, da arbeite ich dann gleich dran, aber erst ein Buntstift. Frage ist, gebe ich mir heute die Action noch mit dem Argentavis oder nicht? Da bräuchte ich halt jetzt auch erst wieder scheiß Bären, Mann. Keine Narkotiks mehr. Brauch mehr Beete. Fix. Hi Hussi 130. Ich glaube an sich auf diesem Server nein, also was PvP angeht, aber ich meine gestern noch Werbung gelesen zu haben im Chat, dass sie auch ein PvP-Event auf einem anderen separaten Server machen. Kannst du dir auf jeden Fall unter Deutsche Arc Server nochmal genauer durchlesen und dort vielleicht nochmal die PvP News mal durchlesen. Oder halt im Discord mal nachfragen. Komm du Mango. Mensch.
Alarmeinstellung. Wäre mir, glaube ich, zu wenig. Ich bräuchte schon einen Server. Ja, da gibt es zurzeit kaum Auswahl. Ja. Ich wünschte, ich könnte dir dabei helfen, aber wir sind ja eher so die PvE-Lümmler. Ey, guck mal da, wer ist denn das? Du hast am Anfang auch schon genug zu tun. Ja. Da brauchst du nicht nur irgendeinen Gebüschhocker mit dem Bogen. Kann man ja mal so machen. Ja. Ja, wenn man weiß, wie, kann man besonders mit Stigmat ziemlich schnell alles haben. Ja. Ja, tut mir leid. Für die kleine Belästigung hier am Rande. Hin und wieder haben halt so Volldeppen nachts Langeweile und ja, meinen andere Menschen ein bisschen aufwecken zu müssen. Ja. Ach so, ich hab mich schon gewundert, was das jetzt war. Ja, wir nicht. Wir wollten dich aufwecken. Und da jemanden ganz speziell eingeladen. Ah ja. Der kommt auch übrigens gleich zu dir nach Hause. Steht vor der Tür. So, sobald ich den hier fertig habe, werde ich mich auch verabschieden. Für heute erstmal. Wie? Alter, ey, ich muss ihn. Gerade 4 Stunden wieder raus. Ja, und? Das hat dich noch nie gestört. Ja, doch schon, wenn man ja ein bisschen unterbesetzt ist der Arbeit. Ja, aber wenn du gehst, dann bin ich auch unterbesetzt. Muss ich wieder allein überleben und so. Ach komm, und ich komme dann morgen online, ey, und du hier schon voll mit Quetz und sowas ausgestattet. Ja, genau. Voll die dicke Hütte unterm Arsch. Ich glaub nicht. Zieht sich am Anfang ja alles noch so. Ja. Sagte man mir auch bei 7 Days to Die und auf einmal entstand unterirdisch eine 6-spurige Autobahn von einem Nachbarn zum anderen. Ja, aber da hatten wir ja dann alles. Dann ist ja wieder easy leer. Nee, das meine ich auf dem. Das war ja Einser-Server.
bei mir auf dem Zweier-Server ist zwischen Lars, Sido und mir wirklich eine sechsspurige Autobahn entstanden, unterirdisch. Wirklich sechsspurig, du könntest da theoretisch auch mit einem Gyrocopter durchfliegen. Well, why not? Ja, und ich war auch nur zwischendurch mal eine Nacht nicht online. Wir hatten halt ein bisschen Spaß am Bohren. Ich finde hier ums Verrecken keine Schildkröte, meinst du? Das ist doch zum... Und so. Ist ein Feind. Ich denke mal, also wenn du wirklich 30 hast und ich die jetzt tot habe, die eine, dann müsste es reichen für den Sattel. Warte mal, hier dran kann ich mal schauen. Gut, aber ich denke, ich verabschiede mich dann auch erstmal für heute. Jo. Einen schönen Abend. Auch so, bis dann. 24 Keratin habe ich. Das war's auch. Nee, ist schon wieder einer gegangen. Ja, ich hab jetzt... Ah, jetzt war ich wieder verfolgt von so einem Penner, ey.
43. Ja, fehlt noch genau eine Kröte. Da ist eine, sehr gut. Ja. Gut, also 13 Stück brauche ich, dann passt's. Parasaurus detected. Aber hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Mein Gott. Auch dich hat er als Feind angesehen. Ja. Horny Peter. Ja, Oh! Was greift mich an? Wo ist mein Vogel hin? Der ist hier. Andere Seite weggeflogen. Ach fuck, der ist noch auf neutral, gell. Alpha Kevin. Jo. Dann rücken sie mal raus hier. Was? Ja, also, 13 Keratinis. Dann kann ich doch auch hier liegt doch der Sattel. So. Steht direkt davor. Dankeschön. Sehr gern, dann kannst du wenigstens selber los. Und wie gesagt, das Metall ist ja gleich, wenn du zu dir vorfliegst, da so schräg links nach oben auf den Ebenen. Jetzt mal heim ein paar Beeren pflücken. Mal gucken, ob ich den Agi heute noch anpacke oder zumindest das Zeug herstelle dafür. Ja, ich glaube, ich mache noch ein paar Beete. Glaube ich, ist gescheiter.
Ja, da wären schon ein paar Agis unterwegs, aber ohne Pelzklamotten, glaube ich, ist das nicht so, nicht so geil. Hat jetzt dann auch schon wieder überall diese Riesenwale, da brauchen wir im Floß gar nicht losfahren. Die warten nur schon drauf. Thank you.
Und was treibst? Paar Pflanzen setzen. Bisschen Scheiße sammeln. Klingt spannend. Hm. Ist es auch. Ja, mir die Beine brechen. Na gut, ich büchse noch mal ganz kurz aus. Oder bist du dann schon weg? Nee, so war noch ein bisschen mit dem Trizeps. Dem Trizeps. Finde ich gut, dann bis gleich. Bis gleich. Ich gucke mal da, wer ist denn das? Du. Merci, aber weißt du, was mir gerade so spontan aufgefallen ist? Was denn? Wenn du jetzt so nah am Metallspot wohnst, dann tu immer schön nebenbei fleißig schmelzen, weil ich komme drauf zurück. Ich kann ja was zum Tausch mitbringen, aber... Das ist bei dir echt praktisch, wenn die wieder nachgespawnt sind, gleich wieder abfahren, gleich wieder rein in die Schmelze. Oh. Wenn man nur 50 Meter weit hat, ist das schon echt praktisch.
Ja, fuck, da muss ich jetzt echt nur mal Steine klopfen fliegen, ey. Guten Abend, Hickerax. Grüß dich. Ebenso. Thank you.
Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Jetzt ist schon wieder so eine Scheißmöwe hinter mir her, ja. Du kannst doch hier nichts in Ruhe machen, ja. Die ganze Zeit immer. Auch wenn man von hinten. Ja, das ist leider so. Wieder mein rohes Fleisch geklaut. Ich könnte natürlich jetzt auch erst das Gewächshaus fertig bauen, gell? Mit dann den blöden Agi holen. Ja, wann bist du dann morgen am Start? Wenn nichts dazwischen kommt auf der Arbeit, so ab 3. Natürlich. Ich bin morgen so ab. Ja, keine Ahnung. Denk mal auch so 15, 16 Uhr am Start und dann fit und fröhlich in ein Zockabend. Vergnügen. Also ich werde auf jeden Fall da sein, falls du da bist. Mhm. Oh mein Gott, der ist gleich fertig. Kannst du überhaupt einen Sattel bauen? Ja, ich brauche noch ein paar Leders. Ein paar Leders brauche ich, oh Gott. Und zu überladen bin ich mit dem Petri. Ja wirklich, Lastenvogel ist er nicht. Jetzt sage ich gar nichts mehr. Jetzt muss ich mein Maul auch mal aufmachen. Also Metall wäre nachgespawnt hier oben, aber ich kann jetzt leider nichts mehr mitnehmen. Aha.
2000 Steine am Start und der Vogel, der sagt, yo, zwischenlanden. 5-mal bis heim. Ja, das ist... Ach. Aber für das Greenhouse braucht man ja Metall und Kristall, glaube ich, gell? Ich glaube ja. Nein, jetzt bin ich in den Schrei von dem U-Tyrannus reingelaufen. Nein. Das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Hier auf der Schneeinsel, die geben sich's die ganze Zeit einfach nur so hart, ey. So ein riesen Kampfknäuel aus, keine Ahnung, 30 Tieren und jeder klopft den anderen. Ja, okay, mit dem Metallbauen, das könnte sich sogar ausgehen. Ja, mal gucken. Nein! Also der ist nur bewusstlos. Okay. Warum, was machst du denn? Ey, Dino, steh auf! Immer noch nicht fertig, oder wie? Nee, der Petri ist jetzt vom Dilophosaurus angespuckt und er liegt jetzt dicht am Strand. Na, drück ihm Stimmbeeren rein. Falls du welche hast.
Müsste, glaube ich, gehen. Falls wir da nichts geändert haben in der ganzen Zeit, keine Ahnung. Ist auch geil, von so einem scheiß kleinen Dilofo einfach mal so ausgenockt. Komm schon. Boah, du kleines Drecksvieh, ey. Was feindest denn du gerade? Ich glaube, du scheiß Oviraptor hinterher. Um Leder zu fahren. Und zu warten, bis der Petri aufwacht. Ich hab die am Anfang bei sowas immer gebolert, aber die kosten halt auch immer ein bisschen. Das hab ich immer so bei den Parasaurussen gemacht, weil die immer gebolert und die geben ja echt gut Fleisch und Leder und so. Angebolert, weggeschwertet. Nicht mit weglaufen. Jetzt steh doch endlich auf, ey. Ja, das wären auch nochmal 6 Beete groß, okay. Fuck, für das Greenhouse braucht man ja Zement, Mann. War ja wieder Chitin.
Jetzt ist er weg, ist mir irre. Irgendjemand will der. So Leute, ich geh auf. Ich wünsche euch was. Schöne Abend. Motor. PvP interessiert dich nicht, gell? Wen? Was? Hä? Na, dich nicht. Na, na. Ja, ihr redet mit. Ich bin in einem anderen Test zu setzen. Entschuldigung. Ach so. Sorry. Er sagt das halt. Sorry. Das ist nix für dich. Weil ja, du, weil ich merk schon. PvP interessiert. Ja, eher nicht so. Ja, warst schon nochmal ein Oberbayer dabei. Zombie ja, schon, da bin ich jetzt langweilig dafür, das ist halt so. PvP, der ist geil. der Steffi ist jetzt schon zweimal geredet, wann? Während ich drin bin, zweimal in Base einbruch, wann? Ja, ich hab dort heute angefangen vor 3 Stunden, bin 100 Level 141 schon. Geht dahin? Ja, es. Ja, gönnt ihr? Ja. War das nix für dich, oder was? Ja, nee. Warum denn? Ja, da bin ich zu lazy beim Spielen. Ich komm mal lernen. Komm mal üben. Ja, nicht wegen dem. Ich hatte ja meine aktiven Jahre, aber jetzt bin ich halt eher so der vor sich hin Pimmler so. Macht das langweilig. Also, ich brauch Action. Ja, ja, du bist halt in der Arbeit genug von dem her. Ich habe halt 12 Stunden Action schon hinter mir. Ich bin seit Viertel nach 4 in der Früh auf. Ja. Ich habe einen Tag 12 gehabt. Sollte mal ins Bett gehen, aber ich muss in die Nachtschicht reinkommen. Also ich habe mal heute auf Nacht Nachtschicht. Auch recht nett. Nochmal. Schichtlerweise. Ja, ich muss jetzt auch auf jeden Fall nicht so langsam verabschieden, weil ich ein paar schon wieder raus kann. Tu's nicht, Marie! Gut, okay, ich bin leider hier. Ich wünsche euch was. Servus, gute Nacht. Habe dir. Da ist schon wieder einer gegangen. Bayerische Klänge um die Uhrzeit. Herrlich. Ja, musst du mal den Bronjol kennenlernen. Kenn ich doch. Kennst du? Den habe ich sogar bei Steam. Oh. Ja. Ein Senfidenten. War zwischendurch mal einen Abend hier und hab mir so ein bisschen gegönnt. Ja. Am nächsten Tag so. Schon über Senf gesprochen mit ihm. Nö, aber den einen oder anderen hab ich dann so in der Freundesliste wiedergefunden. War auch recht nett. So. Warum habe ich das zweimal drin? Egal. Ja, aber bleib doch, mach durch. Ja, sicher. Warum nicht? Mir tun so meine Füße weh und alles tut mir einfach weh. Brauchst du zum Sitzen nicht? Ja, aber morgen früh. Oder ja, besser in ein paar Stunden. Ja, das ist dann. Alter, ich bin in paar Tagen schon wieder ein Jahr älter. Das zeigt sich langsam. Ja, das spürt sich. Wann hattest du? Jetzt am Samstag. Oh. Da muss ich hart dran denken, weil da ist Weinfest bei uns und das wieder direkt vor der Tür. Ich krieg jetzt schon wieder das Kotzen. Ich bin ja eben Ausland. Weiß noch nicht, ob ich mir Internet für Ausland mache. Ist mir egal, ich schreib dir trotzdem. Und meine größte Frage nur, wo ist diese eine verfluchte Spinne bei mir hier im Zimmer, ey? Wenn der da heute noch im Eck gesessen hat. Die wartet drauf, bis du pennst, um dir dann ihren Spinnenschniedel ins Gesicht zu halten. Oh. Kennst du es nicht? Doch. Das war eklig. War irgend so ein Beitrag irgendwo, keine Ahnung, wo ich das gesehen habe. Ich glaube bei mir sogar. Ich glaube, mein Nachbar hat entweder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das von dir habe und dann meinem Nachbarn geschickt habe, aber vom Nachbarn und keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir uns da alle köstlich amüsiert, weil der ist so Ultra-Spinnenphobiker.
War auf jeden Fall sehr nice. Also für uns. Ja, fuck, aber wo kriege ich jetzt Zement her dann? Also ein Zement habe ich da. Ja, super. Falls es dir was nützen könnte. Brauch 7 pro Wand. Das ist wieder so eine blöde Spirale, weißt du? Da bräuchte ich dazu einen Frosch, dazu bräuchte ich wieder einen Agi. Und dafür bräuchte ich schon wieder eine Woche Zeit. Nee, und für den Agi bräuchte ich jetzt wieder Narcotics. Und für die Narcotics bräuchte ich ja eigentlich die Beete, wofür ich ja eigentlich die Glashauswände bräuchte. Damit die schönen Treibhauseffekten, aber. Ich könnte mir auch ein Floß bauen und auf gut Glück mit einem Triceratops rüber an Land fahren, aber ich trau mich nicht. Irgend so ein Fickfisch ist da hundertprozentig wieder. So geht's natürlich auch. Gesundheit. Dankeschön. Jetzt auch nicht gar nichts mehr. Weil es gerade mit meinem Triceratops bin ich einfach mal rausgeschwommen und hab einfach ein paar Haie zerlegt. Ich könnte natürlich da auch rüberschwimmen. So, an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und ja, ich muss auf jeden Fall ins Bett. Ich wünsche euch noch eine super gute Nacht, träumt was Süßes und ich lasse jetzt nochmal die Wiederholung laufen vom Arc und danach wahrscheinlich nochmal das Highlight und die Vorstellung der Base von Spike und Kätzchen. Ansonsten bis morgen und gute Nacht.